Das Geheimnis von Neutonia. Wanderer Volan, folge mir durch den Nebel der Gezeiten. Lass uns Selbander in ein lang verwichenes Königreich reiten. Arelat, auf dem Grund der altvorderen Helveten errichtet, dessen Angedenken in Sang und Meer sehnsuchtsvoll erdichtet. Der Boden, wo die gute Königin Bertha Weiland auf ihrem Schimmel ritt, mit Elbenmacht und Gotteshilf wieder die raubenden Mauren stritt. Von trutzigem Gebirg und schimmernden Seen schützend beschirmt, allwo ein ahnendes Menschengeschlecht sich furchtlos hat erkühnt, Burgundiens hehren Zauberglanz sehnsuchtsvoll zu preisen und älteren Göttern ehrerbietig Huld zu erweisen, da selbst im Schoße Neutonias in raunenden Wäldern und wispernden Schluchten viele Sterbliche immerfort die schlummernde Pforte nach dem Elbenland suchten. Den verheißungsvollen Hof der Feenkönigin Helva leiblich zu erschauen, folgten sie der Aventüre fiebernd durch Arelats verwunschene Gauen. Denn fernab von Weg und Steg und vom dichten Hag verborgen, lockt alldort ein ungesehenes Land ohne Hader, ohne Sorgen. Und wer einst den Wunderhort von Helisee mit eigenen Augen hat erblickt, dessen Herz bleibt fürderhin und immer da, hinter den Schleier entrückt. So wanderte auch ich, nicht unberührt durch jene träumenden Hallen, nicht ohne Helvas Zaubergespinst allsogleich mit Leib und Seel zu verfallen. Wohl vernimm denn jetzt meine Mär, durchwoben von so viel Ach und Weh. Lass dich forttragen in die rätselhaften Gefilde des Landes Helisee. Niedergeschrieben Anno Domini 966 durch Beroland von Strelingan, einen fahrenden Ritter aus dem Wendelgau. Prolog! Da war wieder dieses Gesicht. Eine wunderschöne Frau mit einem elbischen Glanz in den Augen. Sie lächelte. Dennoch lag ein Anflug von Trauer in ihren Zügen. Ihre Lippen bewegten sich unmerklich. »Komm nach Hause«, flüsterte sie. »Wir warten schon so lange auf dich.« In ihren dunklen, unergründlichen Augen glomm ein fernes Leuchten auf. »Komm zu uns und erfülle dein Schicksal. Es ist zugleich das Schicksal von Neutonia. Es ist an der Zeit, dass sich die Welten wieder verbinden. Sonst werden sie zugrunde gehen.« Die Augen der Frau weiteten sich und ein flehender Ausdruck huschte über das feengleiche Antlitz. »Komm, mein Sohn, bevor es zu spät ist.« Das Leuchten in den Augen wurde stärker und überstrahlte die Konturen des Gesichtes. Da war nur noch flammendes Licht und die Stimme, welche unerbittlich in seinem Kopf hämmerte. Keuchend schreckte er hoch. Er war schweißgebadet wie im Fieber. Es war dunkel. Er lag auf seinem Strohsack in der Schlafkammer. Im Stall unter ihm bewegte sich eine Ziege geräuschvoll und brachte das alte Gebälk zum Ächzen. Er seufzte und streckte sich erleichtert aus. Er hatte wieder geträumt, denselben Traum. Seit Wochen schon wiederholten sich diese nächtlichen Bilder immer wieder, und er spürte, wie sich eine nagende Unruhe jedes Mal stärker in seinem Herzen ausbreitet.